Hallo zusammen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal noch. Und heute erfolgt der zweite Teil zur Schirmer Wildkamera und zwar der Montage- und Praxistest. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, wenn ihr mehr über diese Wildtierkamera wissen wollt, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und dann würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Ich habe euch ja die Schirmer Wildtierkamera schon in einem vorherigen Video gezeigt, dem Unboxing und Review Video. Da ist sie wirklich sehr gut abgeschnitten. Da haben wir uns alles angeguckt, von den technischen Daten bis zum Inhalt, alles was so dabei ist. Und heute wollen wir, wie gesagt, die Kamera mal in Betrieb nehmen und dann auch natürlich testen. Ich werde euch jetzt noch mal kurz ein paar Daten dazu vorlesen, aber ich möchte es nicht mehr zu ausführlich halten. Wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, dann schaut euch unbedingt noch mal das erste Video dazu an. Gehen wir uns alle erstmal kurz auf den Preis ein. Die Kamera kostet aktuell bei Amazon so um die 60 Euro. Ich werde auch die euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Schaut also mal rein, klickt mal den Link an. Da kommt ihr zur Produktseite, dann könnte ich selbst nochmal hier ein Bild von dieser Kamera machen. Die Kamera hat eine Auflösung von 20 Megapixel, kann also Bilder in 20 Megapixel schießen und Videos in Full HD aufnehmen. Wir haben hier Infrarot-LEDs verbaut, die im Grunde hier unter dieser Abdeckung sind. Damit könnt ihr auch sehr gute Nachtaufnahmen machen. Wir haben hier einen Bewegungsmelder mit dabei, also so ein PIR-Sensor. Der erkennt dann, wenn vorbeilaufende Tiere kommen und löst dann automatisch aus. Hier ist dann nochmal die Linse drin, also der Kamerasensor. Und dann haben wir hier zwei Betriebs-LEDs. Ihr könnt also damit wirklich komplett autark sozusagen Sachen aufnehmen in der freien Natur und das ohne, dass ihr irgendwo dabei sein müsst. Das Ganze geht bis zu 20 Meter und die Auslösegeschwindigkeit beträgt 0,3 bis 0,6 Sekunden, was bewegte Bilder angeht. Wir haben hier eine IP66-Zertifizierung. Sie ist also komplett wasserdicht und kann auch hier in dieser natürlichen Schutzfarbe überall montiert werden, sodass man im Grunde die auch nicht sofort erkennt und klaut. Dann haben wir hier mehrere Bedienungsmöglichkeiten. Die werden wir uns auch gleich noch mal kurz anschauen, denn da könnt ihr zum Beispiel einen Timer einstellen, ihr könnt Temperatureinstellungen tätigen, ihr könnt einstellen, ob Bilder oder Videos gemacht werden oder beides oder nur eins von beiden. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Die Kamera wird mit 8 Mignon Batterien betrieben oder Akkus und braucht auch noch eine SD-Karte, damit ihr Bilder aufnehmen könnt. Ich werde euch beides hier unten auch in der Videobeschreibung verlinken, also die Mignon Batterien bzw. Akkus und die SD-Karte, damit ihr da im Grunde ein Komplettset habt, was ihr euch bestellen könnt. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir sie mal und starten mal eine erste Inbetriebnahme. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier kurz die Batterien reinmachen. Ihr könnt auch hier zum Beispiel noch ein separates Netzteil einstecken und da könnt ihr es ja ohne Batterien betreiben. Da wir es ja aber natürlich irgendwann an einem Baum befestigen wollen, in der freien Wildbahn, müssen wir natürlich hier Batterien einlegen. Da machen wir die Klappe mal hier kurz auf und dann kann man schon sehen, dass hier die Batterien reinkommen. Und hier müssen wir einfach darauf achten, plus, minus, dass die in der richtigen Reihenfolge reinkommen. So, ich verwende dafür jetzt Akkus von dem Hersteller EBL. Die haben 2800 mAh, sind also wirklich sehr gut und halten auch wirklich lange. Und da habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr im Grunde hier die Wildtierkamera öfters wieder aufladen könnt und sie somit nicht mit neuen Batterien dann wieder bestücken müsst. Die kommen jetzt einfach hier da rein, dann werden wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Also Minus muss hier oben sein, kommt also hier so da rein, zack, zack. Dann muss hier am nächsten Plus oben sein. Und dann geht es wieder hier weiter, Minus, Minus und Plus, Plus. So. So wäre es im Grunde eingelegt. Jetzt können wir das ganze Ding zumachen und dann hier einfach in Betrieb nehmen. Einfach hinklicken und das war's. Und jetzt müssen wir im Grunde hier mal die Kamera kurz aufmachen. Also, wir machen die jetzt mal kurz auf hier. Und da müssen wir jetzt hier eine SD-Karte einlegen. Die schiebt ihr einfach rein und dann könnt ihr im Grunde hier darauf aufnehmen. Und dazu verwende ich jetzt hier eine von SanDisk, eine 32 GB SD-Karte mit einer Schreibgeschwindigkeit von 90 Megabyte in der Sekunde und die legt ihr ganz einfach hier rein. Ihr müsst einfach nur hier reinstecken und dann könnt ihr das Ding schon in Betrieb nehmen. So, jetzt haben wir das Ding drin und jetzt können wir das im Grunde schon anschalten. Wir gehen also hier mal kurz auf Test und gucken mal und da kommt hier schon das Zeichen hoch Schirmer und da können wir jetzt hier schon mal die Sprache auswählen. Also, da wählen wir jetzt erstmal die Sprache hier aus. Wir gehen mal kurz hier auf Deutsch. So, und dann machen wir hier mal kurz OK. Und jetzt können wir hier Zeit und Datum einstellen. Und auch das machen wir jetzt mal kurz. Wir haben also das Jahr 2021. Das passt soweit. Dann haben wir jetzt hier den Monat. Da müssen wir mal kurz gucken. Wir haben also heute den November. Und dann geht es weiter. Wir haben also hier den 30. Da gehen wir weiter runter. Und hier wird nochmal die Uhrzeit angezeigt. Wir haben jetzt im Grunde 20 Uhr. So. Und dann passt es auch. Dann machen wir OK. Und können gleich weitergehen. Jetzt können wir hier fragen, ob hier die SD-Karte formatiert werden soll. Dann machen wir jetzt einfach mal kurz auf Ja, gehen mal kurz drauf
Und dann wird die SD-Karte auch jetzt hier vorformatiert. Jetzt, wir gehen mal kurz hier durchs Menü durch, damit ihr das mal sehen könnt. Wir haben also hier zum einen einen Modus. Da können wir jetzt hier mal kurz drauf gehen. Wir können jetzt hier Foto, Video und Foto und Video machen. Wir gehen mal kurz runter, denn wir wollen beides haben. Also Foto und Video, da gehen wir mal drauf. Das passt soweit alles. Die Bildauflösung stellen wir mal kurz ein. Da können wir jetzt auch hier nochmal einstellen, was für eine Auflösung wir haben wollen. Wir gehen jetzt einfach mal hier kurz auf die maximale Auflösung auf 20 Megapixel. Klicken das mal kurz an. Da können wir hier eine Serie erfassen. Wollen wir natürlich auch machen. Wir wollen jetzt hier mal vielleicht zwei Fotos machen. Das machen wir jetzt auch mal hier mit OK. Bestätigen wir das. Da gehen wir mal kurz weiter runter. Videoauflösung. Auch hier haben wir jetzt die maximale Auflösung von Full HD. Auch das bestätigen wir ganz einfach. Da gehen wir weiter runter. Die Videolänge können wir auch hier kurz einstellen. 10 Sekunden passt. Ich denke mal, das können wir auch so beibehalten. Und dann gehen wir hier nochmal kurz auf Speicher überschreiben. Das können wir im Grunde ausschalten oder einschalten. Wenn im Grunde hier dann zu viele Bilder gemacht werden, wird der Speicher überschrieben. Das lassen wir jetzt mal so kurz an oder aus. Und dann gehen wir mal kurz weiter. PR-Intervall 30 Sekunden können wir jetzt hier vielleicht ein bisschen runterdrücken. Also wir gehen mal kurz weiter runter, dass es hier 5 Sekunden sind. Und dann würde ich sagen, können wir die Empfindlichkeit nochmal einstellen. Da haben wir jetzt Mitte, das passt, denke ich mal. Wobei, wir können auch hier mal hoch einstellen. Wir stellen jetzt mal hier kurz hoch ein. Und dann haben wir hier den Überwachungszeitraum. Können wir auch hier einstellen. Wir wollen es aber nicht. Wir wollen es mal aushaben. Zeitraffer können wir einstellen. Das haben wir jetzt auch mal kurz aus. Und dann können wir im Grunde hier die Sprache noch wählen. Zeit, Datum, die Seriennummer, Einheit der Temperatur. Können wir auch hier nochmal kurz ändern in Celsius. Und dann den Piepton können wir an- und ausschalten. Wir wollen den aber so lassen. Videoaufnahmen können wir auch hier nochmal aktivieren. Ja, das wollen wir machen. Stempel können wir auch hier aktivieren. Also Zeit und Datum und Logo. Okay, das passt. Und Passwortschutz, Formatierung, Standardeinstellungen, Version und das war's. Also ihr habt hier sehr viele Möglichkeiten beim Einstellen. Und es ist auch sehr geschickt. Und da könnt ihr im Grunde jetzt hier das Menü verlassen und seid jetzt soweit fertig. So, jetzt können wir hier zum Testen beginnen. Wir gehen einfach mal kurz auf On. Dann wird hier die Zeit im Grunde angezeigt. Und dann ist sie im Grunde hier jetzt aus. Und sobald der Bildschirm aus ist, ist die Kamera betriebsbereit. Und ihr könnt die überall montieren. So, jetzt habe ich euch einiges gezeigt, wie man die Kamera hier im Grunde perfekt einstellt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus in die freie Natur, werden die Kamera an einem Baum befestigen und die einfach mal ein paar Tage lang laufen lassen und mal schauen, was dabei für Bilder zustande kommen. So, also wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich jetzt die Wildtierkamera an diesem Baum angebracht mit dem Gurt drumherum. Das sieht soweit sehr gut aus, das hebt jetzt auch und ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz, was im Grunde hier die Kamera alles aufnimmt. So, wir gehen mal kurz so hin. Das ist im Grunde das Areal, was die ganze Kamera jetzt aufzeichnen wird und ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. So, das Ganze ist im Grunde hier so dran. Und jetzt würde ich sagen, starten wir sie mal kurz, wir machen das mal hier kurz auf. So, um die Kamera jetzt zu starten, gehen wir einfach da hin. Und da gibt es jetzt hier diesen On-Betrieb, zack, da geht es an. Man sieht es auch schon und dann läuft im Grunde hier die Zeit davon. Und wir können auch hier schon sehen, was im Grunde hier dann für ein Gebiet abgefilmt wird. Wenn ihr jetzt noch mal wissen wollt, wie das Ganze hier aussieht, dann könnte man im Grunde hier, sehen wir dann, wie das Bild aussieht. Also wir haben hier den schönen Bereich, den wir dann im Grunde dann sehen können. Also passt soweit eigentlich alles. Ich hänge es vielleicht noch ein bisschen höher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns danach wieder, wenn hier ein paar Bilder zur Verfügung stehen. So, ich habe jetzt die Kamera eine Zeit lang draußen montiert gehabt, wie ihr auch schon sehen konntet. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich mal die Bilder kurz durchlaufen, damit ihr sehen könnt, was da im Grunde Tolles dabei entstanden ist.
So, jetzt habt ihr gerade die Bilder gesehen. Die Aufnahmen haben eine wirklich gute Qualität, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Ich finde es wirklich klasse. Für den Preis kann ich mich auf keinen Fall beschweren. Für knapp 60 Euro bekommt ihr hier auf jeden Fall eine sehr gute Wildtierkamera, die im Grunde auch hier als Überwachungskamera gut eingesetzt werden kann. Die Bedienung ist also hier wirklich sehr einfach. Die Aufnahmen sind gut. Wir können sie schnell und leicht montieren. Wir brauchen hier nichts weiteres als ein paar Batterien oder Akkus und eine SD-Karte. Und da könnt ihr auch schon komplett losstarten. Es ist alles sehr übersichtlich gehalten, sehr einfach zu bedienen, eine sehr gute Anleitung, die ins Deutsche übersetzt wurde. Gibt also hier von meiner Seite aus keine negativen Kritikpunkte. So, das soll es also nun gewesen sein zu diesem kleinen Montage- und Praxistest-Video zur Shiremore CY55 Wildtierkamera. Ich werde euch die selbstverständlich mit dem Zubehör auch unten mal in die Videobeschreibung mit rein verlinken. Schaut mal rein, klickt mal den Link jetzt an und dann könnt ihr euch die Kamera jetzt nochmal parallel oder nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal hier einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.